Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute habe ich, wie versprochen, mich einmal um Kopfgelder gekümmert, um Weltereignisse, um ein paar andere Dinge. Deswegen viel Spaß mit den Highlights. Wir haben das heute alles zusammen im Stream, im Multiplayer gemacht. Multiplayer schon mal vorab, richtig geile Sache bei Skull and Bones. Nicht nur mit drei Leuten, aber das werdet ihr gleich sehen. Und ja, ich würde mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage viel Spaß mit den Highlights. Also Plan für heute Kopfgelder. Diese Weltereignisse würde ich auch voll gerne mal machen. Dann gehen wir mal zu den Kopfgeldern und nehmen mal ein Kopfgeld an, das erste. Musst du ja auch machen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Fang 10 der Fahrer, es gibt 5000. Aber würde ich sagen, Abfahrt. Da ist Goppel. Richtig geil. Jetzt geht's ab, Multiplayer. Da ist er. Alter, der hat viel Leben. Aber zu zweit ist nice. Also wenn beide draufballern. Gefällt mir voll. Ich glaube, da ist sogar jetzt noch einer dabei. Richtig chillig. Sind ja schon zu dritt. Schön in die Seite rein da. 3200. Skoppel fährt einfach volle Kanne rein. Nein, daneben! Ey, die Ballista ist stark. Die kann übel schnell angreifen. Brandsatz werfen. Guck mal, wir haben den fast. Chillig. Lauerbrandsatz werfen. Schön auf Feuer. Ich glaube, wir haben den. Ja, aber wir haben den. Plündern. Schön. Das ist easy. Und die Balliste hat mir richtig gut gefallen. Würde ich sagen, jetzt Jäger und Gejagte, ne? Annehmen. Killen wir erst die Kleinen? Skoppel, oder? Ich hab den hier fast. Okay, weg. Der ist weg. Es ist, glaube ich, nur der. Junge, der brennt ja schon. Aber ich sehe gar nichts. Machst du das mit dem Rauch? Geil, Ballista haut rein. 3K jedes Mal. Ist auch viel, oder? Den haben wir doch fast. Den haben wir. Schön. Kopf von irgendwas. Schön. Easy. Obwohl da 5000 andere Schiffe bei waren. Ich gebe den Kopf ab, dann können wir zum nächsten. Guck mal, da TTV Vegeta kommt. Und die kommen auch. Wie geil. Das klappt ja. Du rufst Leute und die kommen? Zu viert jetzt? Okay, ich lade Skoppel ein. Das muss er sich doch angucken. Weil wir jetzt vier Leute auf den einballern. Zu viert einfach. Guck mal, der weiß gar nicht, wohin mit sich. Skoppel ist auch da, sehr schön. Ey, das ist ja übelstes Ackermatch jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, sind wir 7 Leute oder so. Ich habe ja keine Moni. Oh mein Gott, der Wal mischt sich auch noch mit ein. Geil.
Zum Glück gibt's kein Friendly Fire, weil ich ball einfach drauf. Haben geentert, glaube ich. Ich habe geentert. Ja! Ja, wir haben ihn. Oh. Junge, das war aber auch Pain in the Ass, sage ich euch. Das war aber ganz doll Pain. Danke an alle. Alter Schwede. Das war aber sowas von Pain. Yay, kann man nicht hier auch so Feuerwerk? Hier. Feuerwerk. Yay. Das war aber auch eine Aufgabe, sage ich euch. Das waren die Kopfgelder. Erstmal geil, dass man es im Multiplayer machen kann. Und geil, dass man, ja, dass alle die Kopfgelder bekommen und so. Also, ich muss das jetzt nicht nochmal selber in meiner Welt oder so machen. Das ist ganz cool. Das Geisterschiff machen. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Oh. Da ist er! Da ist er! Mangoden. Leute, da ist er. Er ist da. Da ist er. Er ist da. Schön, wie der Pfoll wieder auf mich geht. Okay, ein Kopf ist kaputt. Aber der wird ultra lange dauern, sage ich euch. Ich spür das schon. Also soweit war ich bei dem noch nicht. Da bin ich vorher schon zweimal gestorben. Man sieht, wie viel das auswaffen wenn wären ist, ne? Brandsatz werfen. Wo ist der hin? Da. Er kann sich teleportieren. Ey, Skoppel fährt voll gegen mich. Skoppel und Lou machen die Weltmeere unsicher. So. Guck mal, wie er gegen mich fährt. Hau ab! Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da ist er. Oh, fast tot. Mit so vielen ist natürlich krass, ne? Wenn alle draufballern. Was jetzt? Wieder weg abgehauen? Wo ist er? Hä, wo ist der? Ah, da. Hätte gar nicht gedacht, dass er so easy ist. Aber gut, mit so vielen Leuten. Ist er wieder abgehauen? Da. Fast tot. Da ist er tot. Was gibt der? Plündern, plündern. Schatzkarte, Bohrer, Truhe, geheimnisvolle Truhe. Nebelhafte Asche. Die braucht man auch für irgendwelche Waffen. Schatzkarte. Aber hier 5 nebelhafte Asche ist richtig gut. Damit kann man. Also das heißt, man muss den sogar farmen für bestimmte Waffen. Das waren alle 3 Kopfgelder und das doofe Geisterschiff.